Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier im My Friend and Me in the Country Projekt zu einer weiteren Folge mit den Urbekannten, und zwar mit dem Chrissy, mit dem Chrissy Shaming, mit dem Joshua und mit dem Chris. Moin. Danke. Boah. Für nix. Ja, weitere Folge, weiteres Glück. Ich bin am Ansehen, die anderen Wummel sind hier weiter am rumgucken wegen dem Baum. Jo, wegen der Spezialoperation. Oh Gott. Ja. Ey, hier, wer hat eigentlich die Plane hier vorne schon wieder zugemacht? Da krieg ich schon wieder Wir hatten ja noch eine halbe Palette über, die könnten wir eigentlich mal in ihre Zähmaschine machen, weil ich muss ja noch Gras sehen auf dem Feld von den Herrn Lohn unternehmen. Warten Sie mal, ich hol mal die Saatmaschine. 4 Meter macht auf jeden Fall schon große nach 3 Metern Höhe. Ja, ist ja auch größer. Ja. Und schon wieder was Arbeit. Ist ein Drittel größer. So, warten Sie mal. Ich öffne mal diese tolle Abdeckung. So, den Rest machen Sie bestimmt, oder? Ja, geht noch ein bisschen höher vielleicht, ein bisschen höher. Oh, ja, ich dachte schon höher, ey. Weiter, ja, perfekt. Ja, nicht so weit. Unbedingt mach nichts kaputt. Ja, Alter, wie klein ist denn der Tank von der Saatmaschine hier? Genau, alle 50 Liter sein noch drin im Ding. Ja, ist voll, ist voll. Voller wird's nicht mehr, Dominik. Herr Seidebacher, haben Sie schon 51 Liter Saatgut verbraucht, dann können wir diese Palette noch wegbekommen. Nee. 51 Liter? Ja doch. Ja, komm einmal zu Herrn Seidebacher mit den 51 Litern. Ja, fahren einmal, Sie muss hier hinfahren. Ja, ich fahr dann mal sehen, oder? Ja, machen Sie das. Wir düngen aber das nicht das Feld vom Herrn Lohnunternehmer. Würde ich nicht machen. Also schon müde, es ist 3:21 oder was? Ja, ich könnte jetzt gleich schon wieder schlafen. Ach so, du bist gerade erst aufgestanden, Junge. Ich hab die letzte Nacht, oder ich sag die, ja, die letzte Nacht habe ich in der Halle gepennt beim Herr Bauer. Das war nicht so angenehm. Ja, warum holen Sie sich denn hier keine Unterbleibe mal so? Ja, ich habe den Bürgermeister mal gefragt. Bei denen kann ich da auch jetzt nichts machen. Haben Sie ein Asylheim für mich? Ja, da unten im Gemeindehaus hat er ein paar Betten. Also um genau zu einem Bett. Dominik muss dann, glaube ich, bei meinem Bauer wieder schlafen. Oder ja, bei Ihnen, Sie haben doch auch so ein tolles Haus da oben. Ja, mein sehr luxuriöses Haus, meinen Sie? Ja, genau. Drei Meter sind ja schon klein. Ich hätte doch lieber... Läppchen! Mal rein in Olga. Die Olga. Danke. Jo, passt. Jo. Viel Spaß beim Arbeiten. Ja, mach ich. Bin auch gleich schon fertig hier. Der Vogel macht erstmal Pause, oder? Ich habe ihn gerade die Palette aufgefüllt. Stimmt, der Typ hat jetzt Pause, das geht ja überhaupt gar nicht. Du musst mal irgendwas sagen, was er machen soll. Lieber, oder? Ja. Pause macht er schon den ganzen Tag, deswegen. Herr Seidebacher, kommen Sie gleich mit der Saatmaschine auch noch zu diesem Feld von Lohnunternehmer, dann geht das schneller hier. Ja, da wechsle ich mich wieder mit meinem Kollegen ab. Na. Ich hab mit der 3 Meter Seemaschine da umgesetzt, jetzt reicht's mir. Ja, ich hab in der Zeit, hab ich gemäht. Gewendet und ja, gespartet und dazu. Wie viel Meter hast du? 5 Meter oder 6 Meter Arbeitsbreite? Hier. Überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Also wir könnten tatsächlich noch, wir haben ja noch eine Wiese, die muss ja auch bald weg. Boah, ja. Aber danach haben sie bei mir erstmal alle Arbeit durchgearbeitet, glaube ich.
Boah, ja, das ist doch kein Problem. Aber ich lade sie auch ein, sobald der Baum gefällt wird, dass sie dazugucken. Das wird bestimmt spektakulär. Ja, klar, gerne. Das lasse ich mir sicher nicht entgehen, die spektakuläre Spezial- dass du das hier nicht entgehen lässt, ist mir schon klar. Du bist aber auch nur wegen Naki trinken da. Ja. Also, oha, der Herr Huber kommt gerade mit einem Holz-LKW. Echt? Tatra. Ui, ui, schönes Gerät, du. Der Dommel. Der Dominik. Hm? Man macht doch mal Sinnvolles, so fahr mal zum Bürgermeister und frag mal, wie es aussieht in der Pleipe. Also, ob ihr da eine Bude mieten könnt. Ich werde einfach mal in die Stadt, nimmst das Auto. Ich ruf ihn einmal her, ist da noch, ob er überhaupt da ist. Ein Auto denn überhaupt? Ja, also die Bobby, ja, die zwei kompakten Gefährte, die wir haben. Dominik nimmt aber sein rotes. Das ist nämlich ein bisschen schneller. Ich ruf ihn einmal an. Ich ruf ihn einmal an. Warte, wie stehen. Ring. Ja, bitte, Telefon geht auf die zweite Leitung. So, sprich ich da mit dem Herrn Bürgermeister. Ja, hallo. Ja, grüß dich, da spricht der Herr Vogel. Ja, der Herr auf dir. Hallo. Ich hätte eine Frage bezüglich Wohnung mieten. Ob wir da schon was können machen oder nicht? Mit wem haben Sie denn darüber gesprochen? Haben Sie mit mir darüber gesprochen? Ja, Sie haben gesagt, ich war damals mit dem Herrn Seidenbacher mit Ihnen da bei dem Gespräch. Ach, den ja. Und dann haben Sie gesagt, Sie schauen da was. Ja. Und jetzt wollte ich nochmal nachfragen, wie es da eben ausschaut mit dem, ob Sie da schon was wissen. Ja, wie gesagt, können im Gerätehaus, da haben wir ja die Zimmer, die aktuell ungenutzt sind, für Sie beide 20 Euro die Nacht. Können Sie ja jetzt mal pausieren. Okay. Danke für die Info. Ja. Danke. Gerne. Servus. Ciao. Lass hat der Glas denn Automatik? Den bin ich ja noch nie gefahren. Na klar, der Glas hat, der ist High-End. Der John Deere, deswegen wollte er ihn auch loswerden, der Notunternehmer, weil das ein alter... Ist da wer im Funk? Ja. Ich habe gerade mit dem Herrn Bürgermeister gesprochen. Und? Er hat gesagt, wir können unten im Rüsthaus schlafen für die Nacht 20 Euro, hat er gesagt. Ja, 20 Euro, Junge. 5-Sterne-Hotel, sagst du. Ja, nee, für 2 Personen geht das ja. Pro Person, hat er gesagt. Ah. Ja, aber das ist ja voll günstig eigentlich, theoretisch noch. Geht. Kriegen wir Essen dazu oder so? Oder müssen wir... Oder nein, müssen wir alles selber machen. Und sauber halten mit Wasser. Ich scheiß den erstmal voll ins Klo da rein. Scheiß den erstmal richtig ins Klo voll. Das habe ich schon 2-mal gemacht. Aber ich dürfte hier gar nicht mehr rein. Nö, ist doch ganz cool. Für 20 Euro kann man das so machen. Wir müssen sowieso mit dem noch sprechen. Dann müssen wir aber schnell suchen, dass wir da rauskommen hier. Sonst wird der Herr Bürgermeister noch reich durch sie. Ja, ja. Schnell mal irgendwo ein Haus bauen oder ein Zelt aufbauen. Hey. Ja, das wäre nicht. Dominik, ist das jetzt dein Ernst? Guckst du mir jetzt die ganze. Ja, ich hab grad noch was. Ich hab noch eine Sache für dich. Du kannst eigentlich mal die 2 Autos holen, die wir da ohne. Wo stehen die überhaupt? Beim Lohnunternehmer. Beim Lohnunternehmer, ja, das werden wir schauen. Genau, dass du die 2 mal holst. Dass sie hier oben stehen. Ja. Beim Lohnunternehmer? Kannst mal vorbeigucken, was bei denen da wieder los ist. Hier, seid ihr, wie weit sind sie mit dem Feld? Ja, ein paar Bahnen brauche ich noch. Aber ich habe jetzt ein bisschen, ich habe fast die Hälfte. Ich habe jetzt vielleicht ein Viertel oder so, wenn es gut läuft. Ja, auch nicht, viel weniger. Beim Lohnunternehmer? Ja, Dominik. Ich rufe mal kurz vom Bürgermeister an. Wie machen Sie das? Ist da zufällig der Herr, wo ist er jetzt?
Achso, das kommt. Na, hören Sie mal. Habe ich denn das letzte Mal Geld ausgegeben? Ich habe 8000 an Sie bezahlt. Ja, das haben Sie. Stimmt. Da hatte ich vorher, hatte ich. Okay, das macht ja doch alles. Wenn ich dachte, ich habe 1000 als Sie. Ja, das passt schon so. Wer hat denn da das Gras auf die Mieten getan? Jesus Maria, ne? Ja. Wir hatten da das Gras angezählt auf dem Feld. Müssen wir mit ihrem manuell Gangschaltung schon wir hier gerade ansehen? Warum ist denn der kein Automatik, wenn man fragen kann? Der sieht ja eigentlich recht modern sogar aus. So, Dominik, ich hab gesehen, du hast das Auto geholt. Ja, ich hol jetzt gerade dein anders. Ja. So cool. So. Bisschen hab ich. So, so. Ja, jetzt hör mal, ich bin so gut wie durch. Ja, ich nicht hier mit dem Gras. Ja, was ist da los? Da brauche ich Ihre Unterstützung, Ebert, mit der 4-Meter-Maschine. Boah, klar. Zusammen sind es 7 Meter. Ja. Jetzt sind wir, Mann. Ja. Bin sehr ich, was aktuell mit dem Julian los ist, weil sie sind mir zusammen mit dem hier eingereist oder so. Der Herr Müller? Ja, Julian Müller, genau. Oh, das ist echt eine sehr gute Frage, ich weiß nicht. Weil der hat ja auch seinen Hof da oben. Weil der Dominik sollte ja bei dem eigentlich mähen, aber da ist er jetzt auch aktuell irgendwie. Ist da irgendwas vorgefallen oder? Also von dem habe ich echt lange nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob der mich nicht mehr mag, aber. Keine Ahnung, ich habe auch nichts mehr von dem mitgekriegt. Der war ja echt sehr freundlich. Ja, ich glaube, ist pleite gegangen, weil er zu freundlich war. Oh, keine Ahnung, oder irgendwie krankheitsbedingt, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es leider. Die Maschinen und so weiter stehen ja, glaube ich, noch da oben, soweit ich gesehen habe. Oder er ist im Urlaub, könnte auch sein. Ja, keine Ahnung. Kann gut möglich sein, dass er im Urlaub ist. Wir sind Malediven. Hätte er ja mal Bescheid sagen können, aber, oder? Ja, ja. Wir haben alle mitgekommen. Er hat mir eingeladen nach Dubai. Er ist in Dubai auf Urlaub, hat er gesagt. In Dubai? Oha. Dubai, ehrlich jetzt hier. Ja. Soll er mal eine gefakte Uhr mitbringen? Na, da gibt's nichts Gefaktes. Da gibt's alles nur Original. Ja, klar. Ja, ja klar. Original. Ja, was, original. Original. Er ist ja so gut nichts dagegen. Junge, dein Ding da, das ist so eng. Sagst du gerade was gegen mein Auto? Na. Ja, also, würde ich. Jetzt schwitzt nicht. Eieiei, sagen Sie mal, was ist denn hier passiert? Warum wurde mir denn gerade Geld abgebucht? Wie? Haben Sie was gekauft? Nee, ich habe nichts gekauft. Hä? Na, hören Sie mal. Wie viel denn? Ach ja, letzte Bahn, da bin ich durch. Oh Gott.
Ich habe mal in meiner App nachgeguckt hier. Das war noch die Überweisung vom Wocheneinkauf letzte Woche. Da wurde ach so. Das irgendwie, ich weiß nicht. Gegeben. War noch ausstehend und dann... Hat die Rechnung noch nicht gezahlt hier, Junge? Nee, war ja ausstehend gewesen und dann hat er sich das selber abgebucht, das System. Ach so, ach so. Ja, merkst selber, gell? Ja, Dominik. Wenn ich jetzt so fleißig arbeiten würde, hätten wir auch noch kein Geld. Ach so, genau. Jo, so viel wie du hier immer kaputt machst, ey, Junge. Jojo, genau. Ja, genau. Ich habe jetzt deine Schrottkarre da hergestellt, gell? Junge, hast du gerade was gegen mein Auto gesagt? Ja, habe ich gesagt, deine Schrottkarre. Das Auto hat schon mehr geleistet wie deine Kack. Ja. Merkst selber, gell? Nee, ich beherrsche mich. Ja, du. Ja, klar, Junge. Du. Sind sie jetzt fertig? Ja, ich bin fertig, ich komme jetzt zu ihnen. Ah, Mensch, wie schön. Wo ist denn das? Würde ich sagen, auch sobald wir die Bäume alle weg haben, können wir auch mal mähen. Weil da habe ich ja noch eine kleinere Wiese. Mhm. Da habe ich schon Lust drauf. Da haben wir bald Silage hergestellt, ne? So, meine lieben Freunde. Was hat denn Elonor nebenbei gemacht? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Link dazu ist in der Infobox. Lasst gerne ein bisschen Liebe da, damit er nicht so grantig ist. Und dann schaut es zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.